Glibunkel ist ein Pokémon mit dem Typ Gift und Kampf, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Toxicroak weiterentwickeln. Glibunkel ist ein zweibeiniges, froschartiges Pokémon mit dunkelblauer Färbung sowie schwarzen und weißen Zierstreifen. Bei Männchen reicht dabei das Streifenmuster am Bauch tiefer als bei den Weibchen. Glibunkel hat gelbe Augen und sein langer Mund mit großen Zähnen endet auf beiden Seiten mit orangefarbenen Wangen, in welchen sich die aufblasbaren Giftbeutel befinden. Diese orangene Farbe besitzt ebenfalls der mittlere von den je drei Fingern, welche sich an seinen beiden schwarzen Händen befinden. Und in seiner shiny Form weist Glibunkel eine türkisfarbene Haut sowie rosa Giftbeutel und Mittelfinger auf. Dabei spezialisiert sich Glibunkel auch größtenteils auf seine Giftattacken, kann zudem aber auch beispielsweise Kampf- und Unlichtattacken nutzen, sowie auch vereinzelt Geist, nutzt dabei zum Beispiel Erstauner, Verhöhner, Fußkick, Giftschlag oder Tiefschlag. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist die Vorahnung und sorgt dafür, dass gefährliche Attacken des Gegners vorausgeahnt werden. Es kann auch die Fähigkeit Trockenheit besitzen, wodurch heißes Wetter die Kraftpunkte reduziert und Wasser die Kraftpunkte wiederum steigert. Und die versteckte Fähigkeit ist Giftgriff, wodurch das Ziel durch bloßes Berühren, also der Gegner durch bloßes Berühren, vergiftet werden kann. Glibunkel lebt hauptsächlich in Bereichen mit großen Sumpf- und Wasserflächen wie dem Großmoor oder der Safari-Zone, welche für Pokémon des Gifttyps typisch sind. Das Pokémon zeichnet sich im Kampf durch die giftige Flüssigkeit aus, welche es in seinen auffälligen Wangen produziert. Gerät es in einen Kampf, bläst es die Giftbeutel darin auf und erzeugt dadurch ein unheimliches Geräusch, mit dem es Gegner zurückschrecken lässt. Bei Gruppen dieses Pokémon klingt es wie ein Chor, der gemeinsam singt, dann schlägt es mit seinen beiden Giftfingern kräftig zu. Es zeigt einen großen Überlebensdrang und kämpft daher selten fair, dennoch ist es sehr beliebt und hat in der Gala-Region als Maskottchen eines Pharmakonzerns viele Fans. Verdünnt man das Gift, das seine Finger abgeben, wird es als Medizin gegen Rückenschmerzen verwendet. Dabei ist Glibunkel der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 37 zu Toxicroak weiterentwickeln. Beide Pokémon basieren hierbei auf einem giftigen Frosch, entsprechend ihrer aufblasbaren Backen, welche bei Toxicroak aber zu einem riesigen Giftbeutel vereint sind. Zusätzlich sind bei Glibunkel nur seine Mittelfinger als Giftfinger ausgebildet, nicht seine Zehen, und es besitzt noch keine Giftdornen, wie es dann bei Toxicroak der Fall ist. Und mit seiner Typenkombination nimmt es Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Kampf-, Gift-, Gestein-, Pflanzen- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug- und Bodenattacken, vierfachen Schaden gegen Psychoattacken, der Rest macht normalen Schaden. Ausnahme ist es, wenn es die Fähigkeit Trockenheit hat, dann machen Feuerattacken 25% mehr Schaden, aber dafür wird es immun gegen Wasserattacken.